groß sind. Also das wäre schon gut als Wohnzimmer geeignet, ja, ne? Ja, finde ich auch schön Couch, groß. Fernseher. Schön sehr fahren gut. Kann man hier auch. Ja, super. Wo ist das Bad? Links. Links. Okay. Links. Ganz modern. Ach, super. Also hier drin sogar die Dusche. Ja. Also ich habe ein bisschen breiter. Ja. Oh. Zack. Hier ist die Küche. Links. Ach so. Hier kann der Geschirrspüler. Ja, aber das Ding ist ja, ich brauche auch noch was zum Über, hier zum und runterfahren, ne? Ja, das Ding ist halt, wir dürfen auch nicht alles vollstellen, weil sonst kann ich ja nicht runterfahren. Der Unterschied zwischen barrierefreier und rollstuhlgerechten Wohnung ist der, dass barrierefreie Wohnungen meist nur einen Fahrstuhl haben, der sie an der Uni begleitet und unterstützt. Für Josie übernimmt das Olga. Guck mal, hier könnten wir kurz gucken. Wegen der Hausarbeit, ja, oder? Stimmt. Wie wär's hier mit dem das hier? Das sieht gut aus. Und vielleicht noch das. Ja. Oder? Ja, können wir uns einmal anschauen. Mhm. Der Rollstuhl war für mich am Anfang schon ein bisschen merkwürdig. Man hatte schon ein bisschen so. Josephine ist glücklich und fiebert dem Konzert entgegen. Wir waren geboren, um zu leben.